So, dann würde ich sagen, beginnen wir einmal. Karnevalliste hat sich letzte Minute doch noch mal fast verdoppelt. Ja, einen schönen guten Morgen zusammen und willkommen zu diesem erneuten So geht Netter-Webcast. Schon im Vorweg vielen herzlichen Dank für die doch rege Teilnahme. Wir scheinen wieder einen Nerv getroffen zu haben mit dem Inhalt. Über 200 Anmeldungen haben wir. Und auch nahezu alle haben sich auch schon hier eingewählt. Begeistert uns immer wieder aufs Neue. Ja, wenn ich sage wir, wer sind wir? Einmal die kleine Vorstellungsrunde von rechts nach links, die Stammbesetzung. Die Katharina Seidel. Ohne die Katharina wäre das Ganze hier nicht möglich. Katharina hat sich um die ja, Administration gekümmert, Einladung etc. An der Stelle auch herzlichen Dank, Katharina, wie immer an dein Organisationstalent. Ja, dann haben wir einen Gastsprecher mit dabei, den Amar Loyo. Amar sitzt bei uns in München, ist Solutions Engineer, also ganz klassischer SE im Public Team, kümmert sich also dort um die technische Betreuung unserer öffentlichen Auftraggeber. Und Amar wird heute den Part der Cloud Volumes inklusive der Live-Demo übernehmen. Ja, und dann haben wir noch den Marcel Seifert mit in der Runde dabei. TPM sitzt in Berlin. Die meisten Partner werden ihn kennen. Die TPMs kümmern sich bei uns, wie der Name auch schon sagt, um die ja, technischen Belange unserer Partner. Aber auch der ein oder andere Endkunde wird die Marcel wahrscheinlich auf verschiedensten Veranstaltungen von uns auch schon mal gesehen und auch sprechen gehört haben. Ja, und last but not least, meine Wenigkeit, der Bennett Brechler, auch SE, sitze in Hamburg, bin im Mittelstand unterwegs und wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen schon bekannt. Am Anfang noch einige ja, Housekeeping-Regeln. Wenn Sie Fragen haben, bitte gerne stellen. Dafür ist jeder aufgefordert. Es ist gerne gewünscht, dass wir auf Fragen eingehen. Dazu bitte im Chatfenster All Panelists oder wenn Sie den deutschen Client benutzen, Diskussionsteilnehmer senden. Das sind wir Präsentatoren. Dann können wir die Fragen sammeln und werden sie dann am Ende beantworten. Dann noch eine Sache für generelle Informationen. Es ist mal wieder Technologieforum-Zeit. Aber vor dem Ende dieser Webex alle den fluchtartig den Raum verlassen, habe ich das mal ganz in den Anfang geschoben. Wir sind mal wieder in den Landen unterwegs, diesmal in Ismaning, Heidelberg und Bochum. Wenn Sie eine Einladung bekommen haben, melden Sie sich gerne an. Es lohnt sich. Wenn Sie noch keine Einladung bekommen haben, sprechen Sie einfach Ihren NetApp-Ansprechpartner oder auch uns hier an. Wir lassen Ihnen dann entsprechend eine Einladung zukommen. Gut. Dann können wir auf der Agenda auch schon den ersten Punkt abhaken. Was machen wir heute? Wir würden wie immer auch in den letzten Malen einen kleinen Ausblick in die Vergangenheit geben, quasi Back in the Future, was über die ONTAP-Historie, denn der größte Part wird ONTAP 9.6, das Update generell sein. Wir haben auch neue Hardware mitgebracht und dann wird es etwas cloudiger, Cloud Insights, unser Cloud-Management-Tool. Und dann im Anschluss oder im Abschluss Cloud Volumes eine kleine Übersicht und dann auch dort ein größerer Teil Live-Demo. Und dann geht es ins Beantworten entsprechend der Fragen. Gut, gehen wir mal in die ONTAP-Geschichte herein. Diese Folie werden die meisten kennen, die in diesem Webcast schon mal teilgenommen haben oder auf einer unserer Veranstaltungen in den letzten Monaten waren. Ich benutze die aber mal ganz gerne, um nochmal ja, zu verdeutlichen oder um sich bewusst zu machen, was ONTAP eigentlich heute ist. ONTAP ist weitaus mehr als nur ein Betriebssystem, was nur auf unserem eigenen Blech läuft. ONTAP hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt und wir können eben nicht nur das ganze Hardware-Appliance-basiert ausliefern, sondern eben auch Software-defined, sprich, es kann als virtuelle Maschine auf einem lokalen ESX mitlaufen oder eben, das wird der Amar am Ende ja auch zeigen, entsprechend in der Cloud bei einem Hyperscaler. Das ganze Anwendungsset, was wir heute präsentieren, deckt eigentlich genau diese Bereiche ab. Vom primären über das sekundäre Rechenzentrum, Test-Dev, Disaster Recovery und das eben mit den allseits bekannten ja, Produktvielfalt, Features und Protokollen. Die Klassiker hier, aber eben auch so neue Protokolle wie NVMe over Fabric, wo wir auch heute noch etwas drüber reden werden. Ja.
Das Ganze machen wir nicht alleine, sondern machen das mit Partnern zusammen. Hier ist es eine kleine Auswahl der Partner. Nur weil jetzt hier irgendein Hersteller nicht auftaucht, heißt es nicht, wir arbeiten nicht mit dem zusammen. Das sind so für uns mit die wichtigsten Partner, die wir haben und mit denen wir auch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit haben. Auf dieser Folie hat Marcel gesagt, schreibt doch mal hin, Vierteljahrhundert. Habe ich dann auch gemacht. Wenn man sich bewusst macht, dass NetApp schon ein Vierteljahrhundert am Markt ist, würde ich das jetzt nicht Dinosaurier nennen, sondern ich würde es wirklich weiterhin, was das weiterhin, ich würde es Innovationstreiber nennen, weil wenn man sich die Dichte der On-Tap-Releases ansieht, gerade in den letzten Jahren, kommt mit jedem Release eine Feature-Vielfalt hinzu, die sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr etabliert. Und das macht uns eben besonders stolz, dass wir auch nach diesem ja, Vierteljahrhundert weiterhin nicht zum alten Eisen gehören, sondern dass wir weiterhin eine innovative Kraft sind, die mit Ideen, mit guten Ideen in den Markt hineingeht. Und ich wurde auch schon öfter angesprochen, warum wir denn hier mit 98, mit 5.1 nur anfangen. Ich gelobe Besserung, es hat nicht mehr auf die Folie gepasst. Ich werde aber gucken, dass ich zum nächsten Webcast den Ring hier denn auch vollständig schließen kann. Wenn wir ein bisschen den Fokus jetzt auf das Aktuelle schieben, reden wir eben heute über ONTAP 9.6. Ein bisschen Ausblick geben wir natürlich auch schon mal. Hier sieht man auch den Release-Zyklus, Mai, November, Mai, November. Das sind unsere Release-Zyklen zu dem ONTAP und wir hören natürlich nicht im Mai 2020 auf, sondern wir machen hier auch weiter, auch über das Jahr 2020 hinaus. Besonderes Hauptaugenmerk auf dieser Folie würde ich jetzt am liebsten auf das Tanzzäpfle geben. Ich weiß nicht, Marcel, was ist da der letzte Stand? Ist das durch? Also, Produktmanagement hat darum gebeten, eine Flasche zu bekommen und wird es testen. Also, sie haben noch nicht Nein gesagt. Aber wie gesagt, wenn es durchgeht, ich freue mich auf die Ausspracheversuche der Amerikaner zum Thema Tannenzäpfle. Na gut, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Gut. Analog dazu auch unser Support-Modell. Wir unterscheiden hier zwischen den bekannten Long-Term- und Short-Term-Support-Modellen, sprich immer die Version 9.5, 9.7 ist mit 3 Jahren Support versehen und 9.4, 9.6 in diesem Falle immer die geraden Zahlen mit dem Short-Term. Das gab doch etwas Verwirrung in der Vergangenheit und wir mussten uns auch so ein bisschen Kritik anhören. Und deswegen ist dieses Thema, und das ist so jetzt die erste Neuerung, komplett verworfen. Beginnen mit ONTAP 9.6 ist jedes Release ein Long-Term-Service-Support-Release. Sprich, unterscheiden in Zukunft nicht mehr zwischen Short- und Long-Term, sondern wirklich jedes Release beginnend mit 9.6 wird ein Long-Term-Support-Release sein. Das heißt, diese Verwirrung zwischen 1 Jahr und 3 Jahren, die ist obsolet an der Stelle. Hier ist es so, dass wir jetzt hier in den vollen Support rausgehen und dort auch nicht mehr in irgendwelche irritierenden Laufzeitmodelle gehen. Aber zum 9.6 mal direkt. Das in der Mitte ist das, über das wir jetzt reden werden, größtenteils. Will ich jetzt hier gar nicht wiederholen und schon vorgreifen. Augenmerk auf der Folie ist eben auch der ein bisschen 9.7. Da könnten wir jetzt auch schon was zu sagen. Wir dürfen es nur noch nicht machen. Steht noch unter NDA bei uns. Es wird aber auch hierzu einen Webcast geben und das ist der anfangs angesprochene Webcast, wo ich dann auch die B-Folie vervollständigen werde. Rechnen Sie mit ungefähr Ende Januar, Anfang Februar, wo wir dann zu 9.7 uns wieder hier gerne in dieser Runde treffen können. Gut. Erster Punkt, supportete Plattform. Hier gibt es eigentlich zu 9.4, 9.5 keinen großen Unterschied. Neu hinzugekommen sind die C190, die A320, die neue Hardware, über die wir am Ende auch noch ein wenig reden werden. Hier eine Info, diese neuen Plattformen brauchen 9.6 Minimum. Also diese neue Hardware läuft nicht mit einem 9.5. Alle unten aufgezeigten aktuellen Systeme und auch noch die letzte Generation, also sprich auch so Schätzchen wie eine 25er oder eine 26er, werden noch weiterhin supportet und eben die komplette All-Flash-Fass-AFF-Reihe. Da bitte auch aufpassen, ne? Mit ONTAP 9.6 fällt der Support von 7MTT weg, also dem Migrationstool von 7 Mode of CDOT.
Das heißt, wer sich überlegt, in Richtung C190 oder A320 zu gehen und noch 7-Mode-Maschinen betreibt, der wird keine direkte Migration machen können. Der wird das entweder sozusagen über Third-Party-Tools machen müssen oder aber über ein sogenanntes Swing-Gear, ne? Also ein System, was noch einen ONTAP 9.5 verträgt, darauf migrieren und dann auf 9.6 updaten und auf die neuen Maschinen migrieren. Da muss man ein bisschen Obacht geben. Ja, danke für den Hinweis. Da ist schon der ein oder andere auch in den letzten Wochen schon drüber gestolpert. Gut, nächster Punkt. On-Command System Manager. Ja, der langlebende On-Command System Manager, obwohl er eigentlich jetzt von uns ja, gestrichen worden ist, wir haben ihn umbenannt in OnTap System Manager. Das haben wir nicht gemacht, weil wir einfach mal wieder einen Namen wechseln wollten, sondern weil wir hier generell etwas geändert haben. Diese Sicht wird eigentlich jeder kennen, der schon mal vor einem OnTap saß. Das ist unser ganz normaler System Manager, wie wir ihn jetzt schon seit einigen Jahren im Einsatz haben. Und so sieht er in neu aus. Was haben wir gemacht? Zum Beispiel so eine Punkte wie so ein Health-Status kann jetzt hiermit angezeigt werden. Das heißt, ich sehe sofort in dieser generellen ersten Übersicht, wenn ich eine defekte Platte wie in diesem Fall habe, wo befindet sich diese defekte Platte in einem Shelf? Ich habe wirklich das erste Mal einen zusammengefassten Blick auf meine Kapazität. Was ist verfügbar? Was habe ich benutzt? Und was habe ich zum Beispiel in Richtung Cloud verschoben? Und ich sehe auch hier meine Effizienzrate, in diesem Fall ist das 9,49:1, finde ich schon sehr schön Fortschritt. Dann, und das ist eine richtige Neuerung, wir können jetzt hier auf dem ersten Blick bis zu einem Jahr Performance-Werte, Latenzen, IOs, Durchsatz etc. uns anzeigen lassen, ohne uns groß durch irgendwelche Menüs klicken zu müssen, sondern können hier wirklich sofort per Auswahl das Ganze runterbrechen. Und dann, last but not least, wir können uns auch die komplette Netzwerktopologie hier anzeigen lassen, inklusive Fehlersuche etc. pp. Und der größte Kracher, und den habe ich mir jetzt fürs Ende aufgespart, ist, die gesamte Oberfläche ist REST-API-fähig. Und das finde ich bei diesem Release mit eines der größten Pluspunkte. REST-API selber, komme ich gleich nochmal im Detail zu. Was decken wir mit 9.6 ab? Alles das, was hier grün ist, geht Stand heute mit 9.6. Alles, was blau ist, so ein paar Sachen müssen wir nachschieben. Da sind wir noch nicht ganz fertig geworden. Das wird aber mit 9.7 und einer kommenden Version dann nachgeschoben. Sie müssen jetzt auch keine hektischen Screenshots oder aufschreiben. Sie kriegen die Folien im Nachgang von uns zur Verfügung gestellt, wo man das mal nachlesen kann. Und auch diesen Webcast in ja, Bild und Ton werden wir auch mit in die Runde verschicken. Generell, was ist REST-API, den es jetzt gar nichts sagt. In der Vergangenheit haben wir hier mit unserer eigenen API, unser ZAPI, gearbeitet. Und seit 9.6 sind eben die auf der vorigen gezeigten Folie verfügbaren Kommandos über REST-API steuerbar. Was kann ich damit machen? Im Endeffekt ist es ein Management für Monitoring, Performance-Daten, Setup, Installation, tägliche Routinen, die wiederkehren. Also eine komplette Administration meines OnTaps. Und idealerweise benutze ich hierfür Third-Party-Tools. Ich habe oben rechts mal drei hingeschrieben, mit denen wir relativ oft Berührung haben. Puppet Chef Ansible, wobei Ansible derjenige, welcher ist, mit dem wir am liebsten zusammenarbeiten. Wir sind aktuell der einzige Storage-Hersteller am Markt, der Ansible zertifiziert ist. Für alle die, die noch die ZAPI einsetzen, keine Angst, die wird nicht abgeschaltet, die gibt es weiterhin. Allerdings Feature Only, das heißt mit dem Status 9.5 eingefroren, es wird dort keine neuen Features hinzugewickelt werden, es wird keine neuen Features geben, es bleibt im Status 9.5 eingefroren. Wenn ich jetzt doch mir das mal angucken möchte mit Ansible und sage, da möchte ich mich mal mit beschäftigen, aber möchte da nicht selber irgendwas machen. Es gibt diese fertigen Module von Ansible, die ich kostenlos mir runterladen kann und entsprechend modifizieren kann, passend auf mein System. Das heißt, ich muss hier nicht das Rad neu erfinden. Module kann man so ein bisschen mit einem Kochbuch vergleichen.
wo eben das Kochrezept schon vorgegeben ist, wo ich dann nur minimal customizen muss und dann kann ich das auf mein System anwenden, um zum Beispiel täglich wiederkehrende Operation, Administration abdecken zu können. Oder wenn ich Partner bin, kann ich hiermit auch zum Beispiel das Deployment steuern mit solch einem Skript. Wenn ich doch irgendwann mal von Zapi weggehen möchte oder nicht unbedingt Ansible im Einsatz habe, sondern ein anderes Tool, was per REST-API steuerbar ist, ist es auch kein Problem. Ich kann mir diese Kochbücher auch selber erstellen. Wir bringen hier ein Swagger-Interface mit, Swagger-UI, was ich eben starten kann. Dann mache ich am Anschluss meine normalen ONTAP-Operation-Kommandos und das Swagger-UI, Anführungszeichen, zeichnet das mit auf und gibt mir dann entsprechend den REST-API-basierten Code raus, den ich dann entsprechend weiter verarbeiten kann. Da gibt es ja noch eine Erklärung zu, was bedeutet in diesem REST-API-Stack und ich kann das Ganze auch in so einem Try-it-out-Modus versetzen, um es vorher zu testen, bevor ich das zum Beispiel produktiv nehme. Wenn da Interesse daran besteht, und das ist einer der größten Punkte, wenn wir das vorstellen, wo die meisten Leute Interesse daran haben, wirklich das Automatisieren an ONTAP, sprechen Sie uns gerne an, sprechen Sie Annette SE des Vertrauens an. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter. Flexgroup, neues Thema. Flexgroups gibt es schon etwas länger bei uns. Für alle, die nicht wissen, was Flexgroups sind. Flexgroups sind eigentlich Flexvols, also unsere bekannten Volumes, nur in groß. Ein Flexvol hat per Natur bei uns Limitierungen, sei es Kapazität, das kann nicht größer als 100 Terabyte werden, oder was die Anzahl der verfügbaren iNodes anbetrifft. Vielleicht komme ich auch mit der Performance dieses einzelnen Volumes nicht mehr hin. Das heißt, es gibt doch ein paar Fallstricke, in die ich laufen kann. Das kommt nicht sehr häufig vor oder das kam nicht so häufig vor in der Vergangenheit. Es kommt aber jetzt aktuell immer mehr und mehr vor, weil einfach die Datenmengen größer werden und auch die Kapazität von zum Beispiel SSDs, die größte SSD hat bei uns 30 Terabyte. Das heißt, ich komme doch relativ schnell in dieses Limit von 100 Terabyte. Und unser Plan ist es, in Zukunft, das wird nicht heute oder morgen passieren, aber zukünftig die Flex-Volts durch die Flex-Group zu ersetzen. Das können wir aber erst machen, wenn Funktions-Feature-Parität, also Gleichheit herrscht. Da sind wir noch nicht. Die Flex-Volts haben weiterhin noch einige Beschränkungen im Vergleich zu den Flex-Volts. Und so lange wird es weiterhin auch noch die dedizierten Flex-Volts geben. Also keine Panik, da muss man jetzt nicht unbedingt dieses oder nächstes Jahr hektisch Hand anlegen. Beispiel, um zu zeigen, was man damit machen kann, um es mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe hier jetzt eine Flexgroup gebaut, die hat 493 TB und die besteht aus mehreren Constituents-Member, also einzelne Volumes, auf die ich keinen direkten Zugriff habe, die aber sich zusammentun als Mitglied dieser Gruppe, also dieser Flexgroup. Und die kann ich erweitern. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Plattenerweiterung vornehme, wächst entsprechend auch meine Kapazität und ich bin auch nicht nur an ein lokales HAPA gebunden, sondern ich kann entsprechend das Ganze auch in die Breite skalieren. Marcel, hilf mir bitte mal, was ist momentan die oberste Grenze an Petabyte? 20 Petabyte. Also 20 Petabyte ist da momentan das oberste Limit einer Flexgroup. Das ist aber auch nur so, liebes Engineering, sag mal bitte ein Limit. Also wer mit 20 Petabyte nicht zufrieden ist, möge bitte ein Feature PWA stellen. Ja, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir machen es dann gerne größer. So, was ist jetzt mit 9.6 hinzugekommen? Der Metro-Cluster. Wir haben mit ONTAP 9.6 jetzt den Metro-Cluster-Support für Flexgroup. Das ist das, was ich sagte. Wir müssen Feature-Gleichheit herstellen. Das heißt, das ist jetzt ein weiteres Feature, was hinzugekommen ist. Wir verlangen dafür auch keine zusätzlichen Lizenzgebühren. Flexgroups sind generell kostenlos nutzbar. Es wird der Metro-Cluster FC als auch IP supportet und ich kann auch auf einem existierenden Metro-Cluster, deswegen habe ich das auch nochmal dediziert hingeschrieben, weil oftmals die Frage kam, ob das überhaupt geht. Ja, es geht. Ich kann natürlich auf einem, auch kein Grund, was dagegen sprechen sollte, auf einem existierenden Metro-Cluster eine Flex-Group anlegen und entsprechend mit Inhalt füllen. Zweiter Punkt, der hinzugekommen ist, ist Elastic Sizing. Problem linke Seite, ich habe diese Flex-Group, die aus diesen 8 Constituents besteht und die sind schon sehr, sehr gut gefüllt. Und dieses eine Constituent-Member-Volume, das wird jetzt mit einer zum Beispiel relativ großen Datei beschrieben
Da reicht aber die Kapazität nicht mehr aus. Das heißt, der Client kriegt einen Error zurück. Kein verfügbarer Speicherplatz mehr da. Die Lösung davon ist, dass sich dieses eine Volume in dem Moment bis zu 1% von den anderen Membern dieser Flex-Group leiht, um sich selber größer zu machen, die anderen etwas kleiner zu machen, um eben diesen Schreibprozess abschließen zu können. Das ist natürlich kein Zustand, den man dauerhaft haben möchte. Sprich, wenn sowas auftritt, löst ONTAP dieses Problem von selber. Ich sollte aber dann als Administrator im Nachgang eingreifen und gucken, dass ich zum Beispiel diese Flex-Group größer mache, um einfach dann entsprechend die Kapazität wiederherzustellen. Ja, dann noch ein paar weitere Feature-Punkte, die hinzugekommen sind. Wir können Flex-Gruppen-Namen mittlerweile ändern. Das war vorher nicht möglich. Und wir können sie auch in der Größe reduzieren. Größer machen ging immer. Kleiner machen ging nicht, geht jetzt auch Haken hinter. Und alle, die SQL oder Hyper-V betreiben mit SMB, da ist es jetzt so, dass wir den Microsoft Continuous Availability Support auch geben. Sprich, dass ich jetzt hier entsprechend bei solchen Operationen weiterhin keinen Verbindungsabbruch meines Dienstes habe. Gut, nächstes Feature, Fabric Pool. Fabric Pool, auch hier kurz erklärt, was ist das, was macht das? Fabric Pool selber ist das Tieren von kalten Blöcken auf Objektspeicher. Wenn wir hier links gucken, ich habe meinen Cluster und ich habe hier, jetzt mal Regenbogenflagge, ich habe hier verschiedene Kapazitäten, die verfügbar sind, die benutzt werden, wo ich Snapshots drauf habe und wo eben inaktive Daten, also wirklich Daten, wo lange kein Zugriff drauf erfolgt ist, liegen. Und 5 Shelves an diesem System. Dann ist die Frage, brauche ich das? Vertrieb würde jetzt ja sagen. Wenn man es jetzt aber näher betrachtet, wenn ich wirklich dann mit SSDs arbeite, kann man das auch anders designen. Und unser Ansatz ist dann eher zu sagen, dass nur das, was wirklich im aktiven Zugriff ist, dass das wirklich weiterhin auf diesem SSD-System liegen soll. Und alles Weitere wird per Scanner angeschaut, wie alt, kalt ist dieser Block. Und wird den Block basiert auf einen Objektspeicher verschoben. Das Ganze ist mit SAS und NAN supported, da unterscheiden wir nicht. Wir verschlüsseln den Traffic auch entsprechend. Und es ist nur supported auf AFF-System und FAS-System, die SSD-Aggregate halten. Ist ansonsten aber eine Lizenz, die mit dabei ist. Was ist mit 9.6 hinzugekommen? Mit 9.6 haben wir 2 neue Cloud-Anbieter aufgenommen. Google Cloud und auch Alibaba Cloud sind jetzt mit hinzugefügt worden. Das heißt, ich habe jetzt ein weiteres Ziel für 9.6, für meine kalten Blöcke, die ich anbinden kann. An der Stelle sei erwähnt, wenn ich auf einen Public Cloud Hyperscaler S3 das Ganze auslagern möchte, hierfür brauche ich generell eine Zusatzlizenz, die ist nicht in ONTAP enthalten. In ONTAP nur enthalten ist, wenn ich direkt auf das Storage Grid von uns auslagern möchte. Alle weiteren Dienste müssten entsprechend lizenziert werden. Ganz neu aus August ist ein brandfrischer Technical Report, der Fabric Pool Best Practices erklärt. Der ist auch frei herunterladbar. Deswegen, die sich dafür interessieren, gerne sich anschauen. TF4598 ist über Google einfach zu finden. Steht eigentlich alles drin, was man wissen muss, wie eben so ein Fabric Pool aufgebaut wird. Policies im Fabric Pool-Umfeld. Wenn ich ein Fabric Pool einrichte, habe ich ja mein normales Datenaggregat und dieses Datenaggregat wird entsprechend um diesen Pool erweitert. Und alle Volumes in diesem Aggregat können dann mit Policies versehen werden. Das kann so eine ganz einfache Policy sein wie None, wo einfach nichts passiert. Ich kann nur Snapshots raustieren oder ich greife wirklich dann eben in mein aktives Filesystem ein. Die Backup-Policy haben wir gestrichen mit 9.6 und umbenannt und ein klein wenig abgeändert. Die Policy All bedeutet, dass wirklich alle Blöcke in diesem Volume sofort ohne Scannen und Temperaturmesszeit sofort weggetiert werden. Deswegen auch noch dieser Hinweissatz unten. Man soll
gucken, was man da macht. Also Vorsicht, nicht alles sofort auf Policy All stellen. Wenn ich da bestimmte Applikationen drin laufen mal lasse, kann das zu interessanten Ergebnissen führen. Das heißt, ich muss wirklich schauen, wo sich das für lohnt. Ein guter Use Case ist zum Beispiel so ein großes SIFS-Datengrab, was man wunderbar wegmigrieren kann, oder eben auch Backup-Daten. Einen virtuellen Desktop würde ich jetzt zum Beispiel nicht gerne wegtieren wollen. Deswegen, da muss man denn doch schon überlegen, was man macht. Das könnte sonst gefährlich werden. Ja, noch ein paar weitere Features, die hinzugekommen sind. Inactive Data Reporting ist eigentlich kein neues Feature. Das gibt es schon seit 9.4. Es war aber in der Vergangenheit bei 9.4, 9.5 per Default immer auf deaktiviert. Mit 9.6 haben wir das jetzt entsprechend per Default auf aktiv geschaltet. Hier sei noch zu erwähnen, was macht überhaupt das Inactive Data Reporting? Das Inactive Data Reporting simuliert bzw. schaut sich an, was ich tieren könnte, ohne dass ich es wirklich dann heraustiere in dem Moment. Das heißt, es gibt mir vorher eine Info, wie ich zum Beispiel den Kapazitäten einsparen könnte. Wenn jetzt in diesem Fall nur ein paar Terabyte eingespart werden können oder Gigabyte eingespart werden können, dann lohnt sich zum Beispiel ein Tiering gar nicht erst. Was ich auch machen kann, ist, ich kann das auch auf einem Fasssystem aktivieren. Ich kann es aktivieren, obwohl ein Fasssystem gar nicht tieren kann. Ich kann aber quasi es simulieren, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer FASS auf eine AFF migrieren möchte, kann ich mir dann anzeigen lassen, was ich theoretisch einsparen könnte, wenn ich denn bei dieser AFF entsprechend das Tiering aktiviere. Das heißt, für so Migrationsszenarien ist das schon eine ziemlich, ziemlich charmante Geschichte. Sei allerdings erwähnt, zwei Punkte. Es ist wirklich nur die Simulation, das heißt, es wird nicht getiert auf einer FASS und es kostet CPU 10-25%, gehen wir davon aus, oder haben wir gesehen, dass das, was es an Leistung kostet, um eben wirklich zu gucken, welche Blöcke kalt und warm sind. Deswegen auch dort Vorsicht, wenn man so etwas aktiviert. Ja, dann ist noch weggefallen, das Performance-to-Cloud-Tier-Ratio 20:1, das bedeutet, ein Terabyte Performance SSD auf ONTAP darf maximal nur ein Verhältnis zu 20 Terabyte im Objektspeicher halten. Und dieses Limit haben wir aus Performance-Sicherheitsgründen am Anfang gehabt. Das haben wir weggestrichen jetzt, weil wir dort doch keinen weiteren Impact gesehen haben, der irgendwie die Performance beeinträchtigen könnte. Dann wird SVMDR supported. SVMDR ist quasi, wenn ich meine SVM per Snap Mirror spiegel und sofort mit allen Einstellungen, IP-Adressen etc. pp. Auf der Sekundärseite wieder in Betrieb nehmen möchte. Das ist jetzt auch mit Fabric Pool supported. Und dann, für mich ein sehr cooles Feature, wenn ich einen Vol-Move gemacht habe mit 9.5 und davor, habe ich alle kalten Daten aus diesem Objektspeicher wieder gelesen. Sie wurden verschoben und wurden dann wieder gemessen. Man wurde das letzte Mal angefasst und dann wieder weggetiert. Das ist eine ziemliche Datenbewegung, die da stattgefunden hat. Mit 9.6 ist es jetzt so, sobald ich die beiden Aggregate, wo ich den Vol-Move zwischen starte, den gleichen Bucket teilen, werden nur die Blöcke auf den SSDs verschoben. Die getierten Daten im Objektspeicher, die bleiben weiterhin dort, wo sie sind. Das ist gerade für ein Tech-Refresh ein enorm wichtiges Feature, dass ich nicht wild kalte Blöcke hin und her durch die Gegend schiebe. Gut, an der Stelle würde ich an den Marcel übergeben. Ich würde einmal meinen Sharen stoppen. Danke. Willst du das Sharen stoppen? Nein, ich nehme mir doch hier Remote-Control. Wenn das jetzt geht, wird nämlich am Anfang so ein paar Probleme. Wir gucken. Bei mir hat es funktioniert. Bei mir nämlich leider nicht. Verrückt. Ich gucke. Ich klicke und siehe da, wenn du jetzt nicht zufällig auch geklickt hast, hat es funktioniert. Nein, das habe ich nicht. Dann klappt es. Dann machen wir das so. Prima. Ja, danke, Bennett. Flex Cache, auch so ein Thema, wer so seit 7-Mode schon mit NetApp zu tun hat, der wird jetzt sagen, gab es doch schon mal. Ja, gab es auch 9.5 schon. Gibt es ein paar Enhancements für alle, die nicht wissen, was es tut. Es ist halt ein Caching eines Volumes. Und das kann ich einmal auf andere Systeme machen. Das sehen wir auch die meisten Use Cases, dass ich eben sage, ich habe Branch Offices, wo kleine NetApp-Systeme stehen. Oder vielleicht auch nur ein OnTap Select.
und cache wichtige Unternehmensdaten dort mit rein, dass ich eben schneller an die Daten rankomme an der Stelle. Schreiben muss ich immer noch direkt auf dem Original, aber zumindest das Aufmachen der Daten geht deutlich schneller. Was ich auch machen kann, das ist das linke Beispiel, ein Single Cluster Deployment, dass ich mehrere Cache Volumes innerhalb eines Clusters für ein Original Volume mache, um mehr Performance zu kriegen. Für alle, die jetzt denken, der Bennett hat doch vorhin was von Flex Group erzählt, ist das nicht dasselbe? Nein, ist es nicht, weil wie der Bennett gesagt hat, die Flex Group besteht aus Constituents und eine Datei liegt immer in einem Constituent. Wenn aber die Datei die interessanteste Datei der ganzen Welt ist und die ganze Welt darauf zugreifen möchte, dann tut sie das mit der Performance von einem einzigen Volume auf einem einzigen Aggregat über einen einzigen Controller. Und das kann ich mit Flash Cache eben entsprechend aushebeln, indem ich sage, wenn ich ein sehr, sehr kleines Datensubset habe, was immer wieder interessant ist, kann ich das eben über diese Caches vervielfältigen und deutlich performanter bereitstellen, als ich das über ein Volume oder eben über ein Constituent einer Flex Group tun könnte. Gut, was ist jetzt passiert? Ich klicke nochmal. Ja, jetzt funktioniert es. Es ist das ganze Thema CVO dazugekommen. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel drüber verlieren. Da hören wir ja dann noch ein bisschen was. Das Thema Cloud Volumes on Top, also von den Hyperscalern, kann ich eben auch cachen, indem ich sage, ich kann Cloud Bursting machen, indem ich sage, ich cache meine Unternehmensdaten in die Cloud herein. Andersrum funktioniert es natürlich auch, dass ich sage, ich sammle meine Daten in der Cloud und möchte aber für Analytic Workloads oder was auch immer die Sachen im Unternehmen gecached haben, dass ich da eben schnellere Analysen drauf fahren kann. Oder eben ich betreibe irgendwelche Datenservices in der einen Cloud und möchte aber mit diesen Daten in einer anderen Cloud irgendwas machen, weil es da besser, schneller, günstiger ist, kann ich eben auch so cachen. Für alle Spielregeln, die man sich da so vorstellen kann, sind drin. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist jetzt kein großes Geheimnis, da werden wir später noch dazu kommen beim SnapMirror. SnapMirror hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommen, TLS 1.2. Ich glaube, das war auch eine Frage, die wir in den Fragen hatten. Also es ist eine Transportverschlüsselung, TLS V1.2, die muss ich auch einfach nur einschalten und ist eine ganz stinknormale AES 256. Data Address ist auch das ganz normale, was ich halt als NVE, als Native Volume Encryption kenne, kann ich die Daten eben verschlüsseln und auch da, um die Frage gleich zu beantworten, entweder mit einem Onboard Key Manager, ja, wo ich dann genau ein Key Management verwalten kann, oder auch extern, da kommt aber später mal noch eine Folie dazu. Mittlerweile kann ich 100 Cache Volumes bauen. Ja. Angefangen haben wir mal mit 10, da, wenn man da viele Niederlassungen hat oder viel damit machen möchte, könnte das ein bisschen knapp werden. Mittlerweile sind wir bei 100 Cache-Volumes. Das Thema Quota ist komplett drauf. Und das Thema Cached File Update Resiliency war auch ganz wichtig. Also es war bei 9.5 so, dass wenn ein Cache-Volume weggebrochen ist, dass sozusagen das ganze Volume nicht mehr schreibbar war. Ja, lesbar schon, aber nicht schreibbar. Das ist auch nicht mehr so. Also das Cache-Volume kann wieder aufsetzen und synkt sich entsprechend wieder zurück. Gut. On-Top-Select, auch da passiert immer wieder was. Was ich wirklich am allercharmantesten finde, ist das Thema Licensing-Pool. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Man muss das wirklich als Licensing-Pool-License dann auch beschaffen, das Thema On-Top-Select, und hat aber dann die Möglichkeit, einfach nur die Kapazität zu lizenzieren, und dann aber über die Deployment Engine völlig selbst zu entscheiden, über wie viele Instanzen OnTap Select nutze ich denn jetzt diese Kapazität. Ja, das war vorher nicht so. Also ich musste halt 5 Terabyte OnTap Select für die eine Instanz und vielleicht nochmal 3 Terabyte OnTap Select für die andere Instanz kaufen. Wenn ich gemerkt habe, die 5 Terabyte für die eine waren zu viel, die 3 Terabyte für die andere waren zu wenig, dann musste ich umlizenzieren. Das fällt eben mit dieser Lizenzierung weg. Oder wenn ich sage, ich möchte 20 Terabyte File Services verwalten mit OnTap Select, fange da mit 2 Instanzen an, merke das vielleicht performance-seitig zu langsam, kann ich eben mehr Instanzen deployen, solange das nicht über die 20 Terabyte Gesamtvolumen drüber geht. Gut, dann es gibt mittlerweile eine XL-License, für wen auch immer der braucht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die normale Premium-Lizenz
hat schon ordentlich Dampf gemacht. Ich kenne viele Kunden, die da echt große Umgebungen betreiben, teilweise Primärumgebungen, teilweise in wirklich großen Umgebungen, die File-Services damit betreiben, bis hin zu mehreren 100 Terabyte. Für die, die es brauchen, gibt es jetzt nochmal eine XL-Lizenz. Da kann ich nochmal anstatt 8, 16 virtuelle CPUs und anstatt 64, 128 Gigabyte RAM nutzen und kann auch nativ NVMe-SSDs betreiben damit, wenn ich das möchte. Ja? Die QUS-Minimasks sind mittlerweile mit dazugekommen, allerdings nur bei der, die sind generell mit dazugekommen, nicht nur bei der XL-Variante, die sind generell mit dazugekommen, die es im normalen OnTap in Anführungszeichen schon ein bisschen länger gibt, zumindest im All-Flash-Bereich kann ich ja schon lange Minimas angeben. Genau. Ganz wichtiges Thema, was uns viele Kunden und Partner so kommuniziert haben. Es fangen viele Kunden mit einer Demo-Lizenz an, so erstmal zum Gucken, finden das dann toll, wollen es produktiv einsetzen und mussten da in der Vergangenheit immer neu deployen, ja? Also das alte wegschmeißen, neu deployen, die Daten hin und her migrieren. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile tausche ich das Testlizenzfile gegen ein Produktivlizenzfile und das war's gewesen. vCenter-Plugin gibt es mittlerweile für die Deploy-Engine, wo ich so die wichtigsten Deploy-Befehle eben direkt aus dem vCenter starten kann. Capacity Pool Licensing hatten wir. Ne? Ist mittlerweile auch die preferred Deploy-Option, die wir da eben haben. Und auch hier, es ist ein OnTap, ja. Ansible Automation, was der Bennett angesprochen hat, das ganze Thema REST API, ist ein OnTap-Thema und ist natürlich genauso auch im OnTap Select mit enthalten, wo es eben vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter ist wie bei den großen Systemen. Storage Efficiency, ja, ich bin jedes Mal selber auch wieder überrascht, dass wir da überhaupt noch was tun können. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, mehr Marketing, weiß nicht, ob man es Marketing nennen soll. Wir garantieren mittlerweile, solange es All-Flash ist, das ist uns aber relativ egal, ob das All-Flash-Fast, ein OnTap-Select-Premium ist oder die Solidfire. Bei OnTap-Select, Klammer auf, können auch drehende Platten drunter sein, Klammer zu, garantieren wir einfach 3:1 über alle Workloads, es sei denn, die Daten sind vorher dedupliziert, verschlüsselt oder komprimiert worden. Ansonsten garantieren wir das über alles. 4:1 für VBOIS, 8:1 für VDI-Umgebung. Und alle, die jetzt von Mitbewerbern irgendwas mit 5:1 im Kopf haben, ja, da steht aber im Kleingedruckten mit Snapshots, wenn man die Efficiency-Garantie bei uns auch mit Snapshots hat, ist es dann eben respektive 30:1, 40:1 beziehungsweise 80:1. Bei uns ab Select kommt immer gerne die Frage, kriege ich dann die Festplatten von meinem Fujitsu-Server oder was ich da auch immer betreibe, auch mitgeliefert? Nein, es geht einzig und allein um die Lizenz. Ja, also wenn ich mit 3:1 Garantie ausrechne, dass 10 Terabyte OnTap Select ausreichend sind und ich aber eigentlich 12 brauche, dann kriege ich die 2 Terabyte Lizenzen kostenfrei nachgeliefert. Gut, Security Enhancements. Ja, ich als alter CISSP habe gesagt, ja gut, das ist kein Security Enhancement, das ist eigentlich auch ein Efficiency Enhancement. Die Verschlüsselung hat sich nicht geändert. Also es gibt nach wie vor die nette Volume Encryption und dieselbe Verschlüsselungsart und Weise funktioniert mittlerweile auch für das gesamte Aggregat. Hat den Vorteil, dass die ganzen Inline-Effizienzen vor der Verschlüsselung greifen und damit deutlich mehr Effizienz bieten als die normale Volume Encryption, weil ja eben jedes Volume mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt wird und damit eben auch Volume Dedup noch gerade noch funktioniert, aber Aggregats Dedup eben nicht mehr. Das ist eben bei der aggregatsweiten Deduplizierung nicht mehr der Fall. Gut, und darauf sind wir wirklich besonders stolz. Wir sind tatsächlich weltweit das einzige Storage-System, was mehrere Key-Management pro System unterstützt, ne? gilt auch für OnTap Select, ist aber dann externes Key-Management, ja? Funktioniert nicht anders, sozusagen. Gut, SnapMirror Synchronous, nochmal kurz zur Unterscheidung, auch so ein 7-Mode-Thema, wo ich das immer sehr ungern sage, weil SnapMirror Synchronous im OnTap
ist ein echter Snap Marrow Synchronous, während der Ensemble-Mode ja eher so semi-sync war, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Unterschiede zum Metro-Cluster waren nämlich, Metro-Cluster waren Snap Marrow Synchronous, der Metro-Cluster synchronisiert halt clusterweit. Ne? Also alles, was ich da drauf packe, wird synchron gehalten, ob ich das möchte oder nicht. Bei Snap Marrow Synchronous kann ich das eben auf Volume-Ebene entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Also ich kann sagen, das Volume ja, das Volume nein. Ich habe auf beiden Seiten die Data Loss Protection, ne? Also sozusagen eine RPO von 0, eine Recovery Point Objective von 0 für den gesamten Cluster beim Metro Cluster, für die entsprechend synchronisierten Volumes beim Snap Marrow Synchronous. Wo der große Unterschied liegt, ist, der Metro Cluster macht halt einen transparenten Failover, das auch gern automatisiert mit entsprechenden Mechanismen dahinter. Bei Snap Marrow Synchronous muss ich das manuell machen und nein, es gibt immer noch kein SVMDR. Ja, also das heißt, ja, ich habe keinen Datenverlust, muss aber quasi mit der Hand am Arm oder mit API gesteuerten Automatismen den Spiegel aufbrechen, die Volumes online setzen, die Exporteinstellungen nachziehen und so weiter und so fort. Ja. Dafür bin ich ein bisschen flexibler an der ganzen Geschichte, während der Metro-Cluster halt das einfach macht, ohne dass ich mich da groß dagegen wehren kann. Ich habe beim Metro-Cluster noch die Wahl, ob ich das über IP oder Fiber-Channel machen möchte. Snap Marrow Synchronous ist ein IP-Protokoll und funktioniert damit eben nur über IP. Gut. Was dazu gekommen, das ist aber generell ein Snap Mirror Enhancement, das Thema In-Transit Encryption, hatte ich vorhin eben schon mal kurz angesprochen. Ich habe immer gepredigt zu den Kunden, die das ein bisschen absichern wollten, ihr könnt das gerne durch einen IPsec-Tunnel durchschicken. Mittlerweile macht das Snap Mirror per TLS 1.2 Verschlüsselung selber, natürlich auch mit FIPS 140/2 Zertifizierung. Es sind mehr Protokolle dazugekommen, also SMB ist mittlerweile dabei, NFS V4 ist mit dabei, der Mix von NFS V3 und SMB wird mit supportet, während ja in der neuen 5-Version nur Fiber Channel, iSCSI und NFS V3 supportet wurde. Also ist brauchbar geworden und so ein bisschen das kaufmännische Thema, es ist auch in die ONTAP-Lizenz mit reingewandert. Ne? Also das waren in 9.5 noch relativ kostenintensive Lizenzen, die man da zahlen musste, das ist jetzt bei den Premium-Paket bzw. Flash-Bande einfach mit dabei. Gut. Und auch sogar kurz ergänzend, auch rückwirkend, also sprich, wer jetzt schon ein Premium-Paket hat und möchte das jetzt nutzen, zum Beispiel an einem älteren System, zum Beispiel einer 2 Jahre alten A200, kann man das auch nachträglich bekommen, da einfach auf uns bzw. den entsprechenden Ansprechpartner Betreuer SE des Vertrauens zugehen. Wir können Ihnen diese Lizenz nachliefern. Das kostet dann auch nichts. Genau, danke Bennett. Ich kann mittlerweile kaskadieren. Ja? Also ich kann das Target Volume eines synchronen Snap Mirrors auch nochmal asynchron weiter replizieren für Backup-Zwecke und ähnliche Sachen. Und das Thema Quotas, was ja bei vielen unserer Kunden immer interessant ist, vor allem die Hard-Quotas sind mittlerweile auch supported und das Thema F-Policy für Statistik und Ransomware-Schutz mittlerweile eben auch mit supported. Haben wir am Anfang weggelassen, weil wir erstmal gucken wollten, dass das tatsächlich alles stabil läuft. Gut, Metro-Cluster. Das müsste man eigentlich einen Tusch machen, glaube ich. Eigentlich müsste man einen Tusch machen, ja. Ich habe extra nochmal tief Luft geholt, ja, und habe gesagt, also da liegen uns unsere Kunden und Partner schon seit Jahren in den Ohren. Ja, ab und an hören wir auch drauf und tada, wir haben mittlerweile die Entry-Systeme für Metro-Cluster zertifiziert. Also kann man Metro-Cluster bauen. Logischerweise aus Mangel von Schnittstellen nur Metro-Cluster-IP, ja. Physik lässt sich halt nicht irgendwie überlisten. Funktioniert nur Metro-Cluster-IP. Und da nur Metro-Cluster-IP funktioniert, funktioniert eben auch nur 4 Knoten Metro-Cluster. Logischerweise. Gut, das ist auch der erste Metro-Cluster, wo der Inter-Site-Link mittlerweile über eine Shared-Infrastruktur laufen kann. Bitte nicht verwechseln, das ist nicht
die Verbindung, die die Daten synchron hält, sondern das ist diese Gigabit-Verbindung, die, also mindestens Gigabit-Verbindung, die die Konfigurationsänderungen in den einzelnen Konfigurationsdatenbanken synchron hält. Ja, die darf mittlerweile über ein Shared-Netzwerk geben, die Datenverbindung aktuell noch nicht. Ja? Und auch gute Nachrichten, der Plan, zumindest der Planned Switchover und Switchback funktioniert mittlerweile über den ONTAP System Manager und weiß auch mittlerweile, wenn er Switchback macht, von wo nach wo er replizieren muss, ohne dass ich ihm das vorgeben muss. Beim Unplanned bzw. Disaster Switchover wollen wir immer noch das CLI-Kommando haben, damit sich da nicht einer aus Versehen mal verklickt. Und da muss dann eben auch entsprechend wieder angegeben werden, von wo nach wo die Replikation beim Switchback passieren soll. Gut, ja, Switche gibt es auch. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Also die Datenreplikation selber muss immer noch über dedizierte Switche laufen. So sehen die aus. Sind 10 Gigabit-Switche, sollen auch mal, weil die einen 25 Gigabit-Support haben, für A300 und FAS 8200 freigegeben werden und ja, kriegen wie immer ein Golden Image und das große R als Unterschied zwischen baue ich es vorne oder baue ich es hinten im Rack ein, wegen der Luft. So sieht das aktuelle Portfolio aus. Aus dem ganzen System kann ich Metro Cluster bauen. Ja, IP kann ich aus allen, wie wir hier sehen, machen. Fiber Channel eben nur mit den größeren, die auch die entsprechenden Schnittstellen haben, um Fiber Channel zu bauen. Minimum Configurations, ganz wichtig. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Die A220, sprich die All-Flash-Variante, kann ADP-V2. Ja? Also ich brauche keine dedizierten Root-Disks. Und kommt damit, weil eben die auch deutlich schneller sind, diese Disken mit 24, mit den internen 24 Disks aus. Und kann damit auch einiges an Kapazität und Performance bieten. Die 2750 kann kein ADP, braucht damit deutlich mehr Disken. Wir haben das jetzt reduziert. Das waren mal 48 früher. Das sind jetzt mittlerweile 24 pro HA-Paar. Aber jeder, der weiß, wie ein Metro-Cluster funktioniert und kein ADP zur Verfügung steht, weiß dann auch, dass das sowohl kapazitäts- als auch performance-technisch nicht so viel Spaß macht mit 24. Aber wir supporten es mittlerweile. Gut. Performance Vergleich mal für alle, die das interessiert, A220 Metro Cluster IP gegen A300 Metro Cluster IP, alle mit 0 Kilometer Distanz, damit es eben vergleichbar ist, damit das da nicht irgendwie reinhaken kann. Ja, die A300 ist schneller, aber was wichtig ist, wir reden hier pro Node. Ja, wir reden nicht für den Cluster, wir reden hier pro Node. Und das heißt, eine A220 im 4-Knoten-IP-Betrieb hat durchaus die Performance-Werte in etwa wie eine A300 im 2-Knoten-Metro-Klasse-Betrieb, bietet aber natürlich beim Thema Operation und vor allen Dingen beim Thema Sicherheit und Verfügbarkeit deutlich mehr Mehrwerte wie ein A300 2-Knoten-Cluster. Ja, weil der muss ja dann FC sein mit den entsprechenden Komponenten, die ich brauche. Gut. So sieht das aus. 2750 beziehungsweise A220 ist ja dieselbe Hardware an sich. Die Mini-SAS-Ports nach wie vor für Expansion-Shelves. Die 10 Gigabit-Cluster-Ports, die vorher dediziert nur für den Cluster-Interconnect zur Verfügung standen, funktionieren mittlerweile für den Metro Cluster Link, also für den Datenaustausch, also für die Datensynchronisation der beiden Metro Cluster Instanzen. Aus Sicherheitsgründen hat aber Engineering gesagt, das Cluster Peering darf da nicht noch mit drüber gehen. Ja, das muss über einen anderen Netzwerkport gehen. Das heißt aber dann, dass ich keinen reinen Fiber Channel Metro Cluster bauen kann. Ja, also das heißt, ein Pärchen der Frontend-Ports
muss Ethernet sein, kann gerne für viele andere Aufgaben, Frontend-Aufgaben mitgenutzt werden, aber es muss eben das Cluster-Peering damit drüber und kann damit nicht viermal Fibre-Channel fahren. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich viermal Fibre-Channel bei so einer kleinen A220 oder 2750 fahren will, sollte ich mir vielleicht auch Gedanken machen, ob vielleicht nicht eine A300 mehr Sinn macht. Gut, NVMe. Auch da gibt es wieder ein bisschen mehr für alle, die NVMe nur mit Festplatten verbinden. Das stimmt nicht so ganz. Das macht auch bei Festplatten alleine nicht so viel Spaß. Ist eigentlich nur ein Marketingbegriff. Ja, ich habe jetzt NVMe-Disks drin, ist halt kein SAS-Controller mehr dazwischen, sondern wird direkt von der CPU angesprochen. Macht tatsächlich im Platten-Backend ein paar Mikrosekunden aus. Für alle, die das interessiert, im Frontend sind wir da tatsächlich deutlich höher unterwegs. Wenn man direkt Fibre Channel versus NVMe over Fibre Channel vergleicht und den Rest der Hardware komplett gleich lässt, sind das echt imposante Unterschiede, die es da gibt. Wir sind fertig tatsächlich. Ne? Also was wir hier so sehen mit NVMe, Pass-Failover-Support für VMware und Windows und anderen, was später kommen soll, das liegt nicht an uns. Das liegt an den Herstellern der entsprechenden Betriebssysteme. Wir haben die Sachen sauber implementiert. Wir sind fertig. Bei 9.5 war das ja für SUSE auch schon entsprechend freigegeben. Wir warten eben nur noch, bis die Betriebssystemhersteller entsprechend nachziehen an der Stelle. Gut, dies und das finde ich immer interessant. Node Auto Discovery für Cluster Setup, das wird gerade die Partner sehr interessieren. Ja, dass man da nicht immer gucken muss, was hat denn der jetzt für eine IP? Wie kann ich den finden, wenn ich ein Cluster-Setup mache? Das funktioniert mittlerweile per Auto-Discovery, wenn man das möchte. Dann haben wir am Netzwerk noch ein bisschen was gebastelt. Das ist jetzt so ein bisschen, Entschuldigung für die reinen Storage-Jungs, das wird jetzt ein bisschen netzwerklastiger. Ich versuche es relativ einfach zu halten. Wir haben bis jetzt in Package Lost immer über Rhino-Protokoll abgefangen. Das war auch früher, also ganz früher, wo wir viele Gigabit-Ports hatten und auch mit den mehreren 10-Gigabit-Ports kein großes Thema. Das ist einfach ein lineares Recovery-Protokoll. Das heißt, ich habe irgendwann mal ein Package lost, dann wird die Bandbreite um die Hälfte gesenkt, also bei 10 Gigabit auf 5 Gigabit gesenkt und wird dann linear wieder hochgefahren, bis das nächste Mal ein Package Lost geht und dann wird es wieder um 50% reduziert, so lange, bis es durchgeht und dann wird es linear weiter erhöht. Das ist heute ein bisschen blöd, wenn wir über 40 Gigabit und 100 Gigabit Verbindungen sprechen, dann ist halt gleich mal einiges an Bandbreite weg. Deshalb haben wir uns dafür entschlossen, jetzt auf Cubic zu gehen. Cubic ist da ein bisschen intelligenter. Cubic geht halt nur 20% von der Bandbreite weg, wenn ein Package Lost da ist und geht dann eben auch, was davon ausgeht, dass es bei in etwa selber Performance wieder passiert, sehr, sehr schnell mit der Geschwindigkeit wieder hoch und erst wenn es an diese letzte Package-Lost-Grenze rankommt, flacht der Graph ab und sobald wir über diese Grenze drüber sind, ein Stückchen, wird auch der Bandbreitenzuwachs für diese Session wieder deutlich nach oben gefahren. Funktioniert natürlich deutlich schneller, ist ein bisschen prozessorlastiger, deshalb haben wir das früher nicht gemacht, mittlerweile, also man merkt es nicht im Prozessor, ich habe da mit Georg May drüber geredet, man merkt das nicht, also man kann es nicht mal mehr messen, wir haben das einfach so nie auf dem Radar gehabt als Storage-Jungs, großartig und mit aktuellen Prozessoren ist es aber eben kein Thema mehr, deshalb haben wir es jetzt auch eingeführt an der Stelle. Gut, und die neue Hardware? Genau, ich klau dir mal wieder. Dann klau mir mal. Die Kontrolle, haben wir die mal wieder zurück. Ja, neue Hardware. Das ist unser aktuelles Portfolio. Aufgeteilt ganz klassisch unten die FAST-Systeme, oben die AFF-Systeme. Augenmerk möchte ich hier gerne auf die Systeme mit den orangenen oder blauen, ja, Bubble-Punkt, wenn man das nennen möchte, lenken. Die mit dem blauen Punkt, das sind die ganz klassischen, ja, AFF-Systeme mit entsprechenden SSDs, die noch eine SAS-Schnittstelle haben, die aber NVMe over Fibre Channel schon sprechen können. Das heißt, nur durch den Wechsel eines Protokolls kann ich hier doch schon einen Performance-Gewinn verbuchen,
die mit dem orangenen Punkt, und auf die sind wir besonders stolz, das sind wirklich reine End-to-End-NVMe-Systeme. Das ist das, was der Marcel gerade sagte. Ich kann zwar die NVMe auch zwar im Controller tauschen, das heißt, oder im Shelf tauschen, das heißt, ich habe nicht mehr die SAS-Schnittstelle an der SSD. Ich muss aber den Weg ja noch weitergehen. Ich muss ja noch irgendwie denn über den Bus des Storages, über das Netzwerk bis hin zum Host, bis auf den HBA das Ganze machen. Und diese Systeme unterstützen das schon heute. Bevor wir jetzt in neue Hardware reingehen, nochmal ein Update der etwas älteren Hardware, hier die A220. Die A220 gab es ja in der Vergangenheit immer nur mit den Unified Adaptern, also den UTA-Ports, sprich, man konnte sich durch die Wahl des SFPs aussuchen, sprich dieser Port jetzt Fiber Channel oder 10G. Jetzt ist es neu hinzugekommen, dass ich auch hier 10G Base T fahren kann, sprich AGOT45, ganz normaler Netzwerk-Kupfer-Kabel, wo ich entsprechend 10 Gig drüber fahren kann. Wenn zum Beispiel meine Switch-Umgebung noch keine optischen Uplinks hat, etc. pp., ist das eine Möglichkeit, auf Netzwerkseite kostengünstig dieses System anzuschließen. Gehen wir in die neue Hardware einmal rein. Brandneu, jetzt seit einigen Wochen auch quotbar und konfigurierbar bei uns, die C190, ein neues System, was auf bekannter alter Hardware, auf der 27er 50 Hardware basiert. 2 Höheneinheiten hoch, gibt es nur als HA-System, also keine Single-Controller-Variante. Es werden nur 24 Festplatten supportet, nicht mehr, kein extra Shelf. Und auch nur die 960 GB SSDs werden supportet. Schnittstellentechnisch gibt es das System in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal mit den eben genannten 10G Base T AOT45 Ports oder alternativ mit den Unified Adaptern. Sprich, ich kann hier auswählen, spricht dieser Controller jetzt 10G oder 16G Fiber Channel. Immer den Vergleich mit reingenommen zwischen der A220 und der C190, weil die eben auch sehr nah liegt. Systeme sind sich sehr ähnlich von der Ausstattung her. Die C190 ist etwas in der CPU abgespeckt, kann eben auch nur, wie gesagt, die 960 GB SSDs aufnehmen und kann auch nur in diesen vier genannten Konfigurationen mit den internen SSDs 8, 12, 18, 24 geordert werden. Express Pack Only, das heißt, gibt es keine weiteren Vergünstigungen, ist wirklich eine fertige Config, die einen fixen Preis hat. Ich darf auch keine weiteren Shelves mehr mit dranhängen, auch das ist nicht supported. Und wie gesagt, nur 24 interne Platten, dann ist Ende. Allerdings, das System selber wird in unser Effizienzprogramm oder ist in unser Effizienzprogramm mit aufgenommen worden. Sprich, auch hier gilt diese 3:1 Effizienz. Wenn wir die nicht halten, liefern wir entsprechend SSDs nach. Das habe ich ja gerade gesagt, wir machen werden das, wenn wir zum Beispiel 24 SSDs schon in diesem System haben und diese 3:1 Rate nicht einhalten, dann liefern wir ein SSD-Shelf nach. Das ist auch der einzige Fakt oder der einzige Case, wo ein externes Shelf an diesem System supported ist. Wenn man das selber da ranhängt, kein Support. Wenn wir es ranhängen, Support. Dann noch zwei Punkte ganz unten, Clustering und Metro-Cluster. Metro-Cluster, ganz klar, nein. Das ist jetzt seit 9.6 weiterhin nur der A220 als kleinstem System vorenthalten. Die C190 kann kein Metro-Cluster. Was sie aber kann, ich kann sie in meinen ONTAP-Cluster mit aufnehmen. Sprich, ich kann hier, je nachdem, ob ich SAN oder NAS fahre, bis 12 oder 24 Controller in ein gemeinsames Cluster-Netzwerk aufnehmen. Ein Thema, was oft angesprochen worden ist, deswegen haben wir es mit reingenommen, was ist mit Performance? Ist die denn nicht als Einstiegssystem etwas schwach auf der Brust? Wenn man sich die Zahlen hier anguckt, ja, natürlich, im Vergleich zu einer 220 ist sie langsamer. Allerdings, wenn man sich die totalen Werte anguckt, in diesem 100.000-Euro-Bereich, ist sie für ein Einstiegssystem immer noch ganz schön kräftig unterwegs. Gut, Marcel, ich würde mal an dich übergeben, jetzt mit der A320 weiterzumachen. Ich gebe dir mal die Kontrolle. Ja, danke schön. Ja, ich mache wieder die NVMe-Kiste. Wie gesagt, End-to-End NVMe, die kleine Schwester der A800 tatsächlich. Deshalb hätten wir uns gefreut, wenn sie A400 gehießen hätte. Aber, Überraschung, nein, sie ist A320.
Nichtsdestotrotz, das ist jetzt ein System im Gegensatz zu der A800, die keine internen Platten mitbringt, sondern nur Controller mitbringt und eben die Festplatten angeschlossen werden können. Gucken wir uns auch gleich an, wie das funktioniert. Genau, so sieht erstmal der Controller aus. Da ist einige Male 100 Gigabit Ethernet drin. Kleine Enttäuschung, die sind alle für interne Geschichten schon entsprechend verplant. Das ist kein einziger dieser Port kann als Frontend-Port verwendet werden. Dafür gibt es ausschließlich die zwei Expansion-Slots pro Controller, wo ich da ein paar, kommt aber noch auf noch vor, ein paar Möglichkeiten habe, das entsprechend zu machen. Verglichen mit der A300, ganz wichtig, ist nicht der Nachfolger einer A300, sondern existiert parallel zur A300, ist ein bisschen kleiner, bisschen schlanker, hat mehr Performance logischerweise, mehr RAM, mehr CPU-Cores. Maximum SSD-Count hat deutlich weniger, weil es eben direkt angeschlossene NVMe-SSDs sind. Kommen wir noch drauf. Das ist aber alles Stand heute, Stand Release. Das mag sich ändern. Und die entsprechenden Port-Konfiguration, das, wie gesagt, die Folien gibt es im Nachgang, muss sich jetzt keiner mitschreiben. Genau, also was ist supported? Es gibt genau zwei direkt angeschlossene NS224. Ja. NS steht halt für NVMe Shelf, was ich da eben anschließen kann. Ich kann auch nichts anderes anschließen. Es sollen wohl diese Shelfs mal an der A800 irgendwann angeschlossen werden können, auch an der A700. Aktuell noch nicht. Und ich kann eben einiges an Frontend-Karten an die Expansion-Slots reinbringen. Genau, ich habe zwei Netzteile, die teilen sich, die beiden Controller, aber die sind so verkabelt, dass egal was da passiert, die beiden Controller immer Strom kriegen. Es werden beide Netzteile fallen parallel aus. Genau, und eben entsprechende Lüfteranzahlen. Genau, was ist nicht supported? Ich kann keine SAS-Drives, also SAS-Shelves anschließen, weil ich überhaupt keine Anschlussmöglichkeit dafür habe. Es ist noch kein Metro-Cluster supported. Es gibt kein FlexArray-Support, wie das halt bei den All-Flash-Systemen immer so ist. Es gibt kein Fiber-Channel over Ethernet, auch nicht im UTA-2-Adapter. Und es gibt aktuell für die amerikanischen Lowline-Power-Systeme gibt es auch noch keinen Support. Also die müssen die großen Stecker sozusagen nehmen. So sieht das Shelf aus. Ja? Von vorne eigentlich wie ein ganz normales Shelf. Also dass die Blenden bzw. die Clips blau sind, damit man auch sieht, dass man da NVMe drin hat. Von hinten ein bisschen anders. I/O-Module sind deutlich breiter, weil die deutlich mehr Performance liefern müssen als im SAS-Bereich. Genau, und wie gesagt, Stack-Tiefe, das ist eigentlich falsch, 2, die Stack-Tiefe ist 1, das sehen wir auch gleich, es wird direkt angeschlossen, ne? So mit einem Shelf und so sieht das mit 2 Shelves aus, also die sind nicht gestackt, sondern die werden direkt, und deshalb kann man sich dann auch vorstellen, warum die 100 Gigabit-Ports so schnell weg sind, die werden da komplett direkt angeschlossen. Die 2, die übrig sind pro Controller, sind eben übrigens für Cluster Interconnect und NVRAM-Spiegel. Gut, das ist mal ein kleines Beispiel, was ich gemeint habe. Ein und dieselbe Kiste, A320, mit einem Oracle Slop Workload oben drüber. Das Hardware ist exakt identisch und nur eben das Protokoll, sehen wir hier, macht da einiges in Richtung IOs und Latenz aus. Das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, damit geht es dann auch schon zu Cloud Insights. Genau, bevor wir jetzt gleich wolkiger werden und die ersten verlassen auch schon den Webcast, sehe ich gerade, gibt es jetzt etwas nochmal über unser Cloud-Offering? Sogar kostenlos. Also das, was ich jetzt vorstelle, kostet in der Basisvariante kein Geld und ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Was ist es generell? Erst einmal, Cloud Insights ist unser Management-Tool. Der ein oder andere kennt vermutlich das On-Command-Insight
Und da wird uns ja doch in einigen Projekten vorgeworfen, das kostet ja doch ganz schön viel Geld und ich muss das alles selber betreiben und ich muss das ja selber patchen und mich darum kümmern. Das haben wir abgeschaltet. On-Command Insight gibt es natürlich weiterhin noch als Tool, was ich selber bei mir installieren kann. Ich kann es aber jetzt mit dem Cloud Insights als hundertprozentige Cloud-Applikation laufen lassen. Das heißt, wir als NetApp kümmern uns um das Management, das Patchen etc. pp. Im Hintergrund und ich selber kann nur, in Anführungszeichen nur, entsprechend meine Datenkollektoren deployen. Da sehen wir gleich noch, was damit gemeint ist. Es gibt drei Editionen, die Basic, die Standard, die Premium. Die Basic ist für jeden NetApp-Kunden kostenlos nutzbar. Sehen wir auch gleich, wie das funktioniert und wie ich die beantrage. Lizenziert wird das Ganze in sogenannten Managed Units, MUs. Mit einer Managed Unit kann ich zum Beispiel eine VM, eine Applikation, ein Switch, was auch immer, abdecken. Mit einer MU kann ich aber im Storage-Umfeld 2 Terabyte an unformatierter Kapazität abdecken. Das bedeutet, habe ich ein System, ganz egal, was für ein Name draufsteht und was für ein Hersteller draufsteht, mit 12 mal 1 Terabyte, habe ich eben 12 Terabyte in Summe, dafür bräuchte ich 6 Managed Units. Die Editionen unterscheiden sich in diesen Geschmacksrichtungen. Hauptaugenmerk ist auf den oberen Teil. Die kostenlose kann nur 7 Tage in die Vergangenheit gucken. Die kostenpflichtigen entsprechend länger. Und die kostenlose kann auch NetApp-Only-Equipment, also Infrastruktur, abdecken. Auch wenn jetzt hier VM-Matrix dran steht, damit ist unser HCI-System gemeint. Also das ist der große Unterschied. Wenn ich aber damit anfangen möchte und ich möchte jetzt meine eigenen NetApp-Systeme damit monitoren, kann ich das genau hiermit machen. Und es ist weitaus mehr als nur ein Monitoring. Was kann ich damit generell machen? Ich kann damit Infrastruktur managen, troubleshooten, Performance-Übersichten mir zentral an einer Stelle zusammensammeln. Das machen wir nicht nur unten, die vorletzte Reihe mit dem blauen N, nicht nur mit unserem eigenen Hardware-Equipment oder auch Software-Lösungen, sondern auch die Systeme von anderen Herstellern, sogar auch von Hyperscalern, AWS, Azure, Google, auch ein vSphere kann ich damit aufnehmen. Und auch Services. Das heißt, wir beschränken uns nicht nur auf Infrastruktur, also auf klassische Hardware darunter, sondern ich kann auch hier Applikationen mit aufnehmen, sei es nun Docker, Kubernetes, Puppet. Ich muss sie nicht alle vorlesen. Das sind die, die wir aktuell anbieten. Einige kommen erst noch dazu und diese Liste wächst wirklich monatlich an. Und ja, klar, etwas fehlt noch. Betriebssysteme können wir natürlich auch mit aufnehmen. Diverse Linux-Distributionen, Windows, Mac OS. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Auf cloud.netapp.com kann ich mich für diesen Dienst registrieren, auch kostenlos registrieren, logge mich dann ein. Und nachdem ich mich eingeloggt habe, komme ich auf eine zentrale Seite. Die sieht so aus. Das ist jetzt ein Dashboard. Ich kann mir beliebig viele Dashboards bauen. Das ist jetzt unsere NetApp-Demo-Umgebung. Das heißt, da sind weltweit Kollegen von uns drauf, die ihre Systeme dort reingehängt haben. Deswegen sieht es auch teilweise etwas sehr wirr aus. Ich kann mir aber, wenn ich das erste Mal mich anmelde, ist alles leer. Ich muss mir dann erstmal eigene Dashboards bauen. Oder ich kann vorgefertigte Dashboards benutzen. Und das ist ein vorgefertigtes Dashboard. Traditional Buyer On-Prem Overview heißt das oben in der Mitte. Das ist ein ganz klassisches On-Prem Dashboard, wo ich eben verschiedenste Systeme mir anzeigen lassen kann, Kapazitäten, Performance etc. Das ist erstmal nichts Besonderes. Spannend wird es mit einem nächsten Dashboard. Auch das kommt mit. Welche VM hat zum Beispiel eine Policy verletzt? Das heißt, wir verlassen jetzt diese Storage-Ebene, die interessiert uns in dem Moment nicht mehr, sondern wir gucken uns jetzt mal hier oben diese VM an. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir diese VM, haben oben so eine Summary, auf welchem Data Store sie läuft, was es für eine generelle Maschine ist, Betriebssystem, auf welchem Hypervisor etc. pp. Das sehe ich alles. Und ich sehe dann unten zum Beispiel auch hier jetzt mal markiert, dass diese VM eine Policy verletzt hat, die ich gegeben habe. Dass sie zum Beispiel einen bestimmten IO- oder Latenzbereich verlässt oder überschreitet. Jetzt könnte ich eben hier anschließend weiter ins Troubleshooting gehen und sagen, alles klar, ich gucke mir das mal genauer an, wo hier das Problem liegt. Anderes Beispiel, neues Dashboard. How to save money heißt das so schön provokativ. Wir sehen hier oben, dass unsere englischen SE-Kollegen doch einen ganzen großen Haufen an Kapazität haben, also an VMs haben, die Kapazität belegen oder beantragt oder einfach veranschlagt haben, aber ausgeschaltet sind. Wenn wir das raufklicken, dann sehen wir ja auch die Auflistung dieser Maschinen
und gucken uns zum Beispiel jetzt die oberste, diese Beta, einfach mal an und sehen, die hat 12 Terabyte. Gucke auch die mir wieder genauer an und sehe, in diesem Zeitraum ist diese Maschine nicht angewiesen. Gut, das ist jetzt kein allzu langer Zeitraum, deswegen können wir den hier oben verändern und stellen den einfach mal jetzt auf 30 Tage um. Und siehe da, auch diese Maschine war die letzten 30 Tage nicht an. Das heißt, diese Maschine, man sollte mal gucken, ob man den Besitzer dieser Maschine ausfindig macht. Auch das kann ich hier entsprechend, wenn ich das mit Tags und Informationen fütter, auch herausfinden und kann dann entsprechend gucken, ob man vielleicht diese Maschine einfach mal löschen kann, wenn sie anscheinend nicht weiter gebraucht wird. Das waren jetzt noch so einige kleine Beispiele. Wie gesagt, 14 Tage können Sie die Standard-Edition kostenlos testen. Danach verwandelt sich die oder man muss sie aktiv in eine Basic-Edition verwandeln und die kann ich dann wirklich für immer kostenlos nutzen. Die kostet mich dann kein Geld und ich kann damit all die Sachen machen, die ich eben gesehen habe, mit der Einschränkung eben, wenn es eben dann zum Beispiel an VM-Metriken geht, da muss ich dann eben entsprechend die Managed Units nachkaufen. Also seien Sie eingeladen, probieren Sie das Ganze aus, sprechen Sie uns an. Es ist kein großer Aufwand, die eigene Umgebung mit diesem Dienst zu verheiraten. Wie das genau geht, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen etwas sprengen. Vielleicht werden wir das im Januar, Februar im nächsten Webcast nochmal etwas detaillierter uns anschauen. Und in der Zwischenzeit, wie gesagt, sprechen Sie uns Ihren NetApp-Ansprechpartner an. Der kann Ihnen da auf jeden Fall weiterhelfen. Gut. Würde ich in den Cloud-Volumes-Part übergehen. Amar, möchtest du Kontrolle haben oder selber sharen? Ich glaube, selber sharen macht mehr Sinn bei dir. Ich würde selber sharen, weil ich da irgendwie Latenzprobleme hatte. Alles klar, dann stoppe ich mal mein Sharing. Super, danke dir. So, dann hoffe ich mal, dass ihr meinen Screen sehen könnt. Jupp, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, erstmal vielen lieben Dank an euch beiden für diese ausführliche, also für das ausführliche Update zu unserem neuen ONTAP 9.6. Jetzt geht es ein bisschen wolkiger zu bei uns. Ich werde im Nachgang jetzt hier nochmal zwei unserer Cloud Volumes Produkte vorstellen, also einmal CVO, wie wir vorhin schon gehört haben, und einmal Cloud Volumes Service. Fangen wir mit Cloud Volumes ONTAP an. Letztendlich ist das einfach unsere ONTAP-Datenmanagement-Software, die in der Cloud läuft. Wie kann man sich das vorstellen? Man hat hier ein Datacenter und vielleicht die ein oder andere Ressource, die man in der Cloud nutzt, zum Beispiel eine Compute-Ressource in Form von einer VM und in dem Fall das Storage, das man letztendlich benötigt, um Files auch oder Daten ablegen zu können. Und ONTAP oben drüber ist einfach nur die Management-Oberfläche, die das Ganze steuert. Das Schöne dabei ist, dass wir hier wirklich alle Features, den ganzen Flavor von ONTAP mitnehmen. Das heißt, die ganze Efficiency wie Dedupe, Compression, Compaction, aber auch Verschlüsselungstechnologien, vor allem aber SnapMirror und Snapshots können wir hier wirklich nutzen. Und wenn wir zum Beispiel ein Volume in der Cloud haben, gesteuert über unseren Cloud Manager, können wir hier halt auch wirklich ganz einfach Clone-Testumgebungen erstellen. Was ist so ein klassischer Use Case? Es gibt gewisse Kundenszenarien, die jetzt gesagt haben, wir möchten hier Cloud-ready sein mit unserem Backup, Disaster Recovery. Das heißt, hier hat man einfach einen verlängerten Arm und sagt dann, warum mache ich denn mein Backup jetzt nicht in der AWS? Warum mache ich mein Backup jetzt nicht in der Azure? Und gleichzeitig kann auch das Disaster Recovery dabei gesteuert werden. Aber auch klassische Applikationen, traditionelle Applikationen, SAP, jetzt mit der Umstellung auf SAP HANA, muss man sich überlegen, okay, muss ich denn hier die ganze Applikation neu designen, eine neue Architektur erstellen, damit die wirklich cloud-ready ist? Nein, muss sie in dem Fall nicht. Auch hier kann ich ganz einfach mit der Technologie von NetApp, also sprich Snapshots, NetMirror, ganz einfach diese Applikation in die Cloud rüber migrieren. Und vor allem, wie wir vorhin schon gehört haben, auch Analytics, Big Data, lassen sich da ganz einfach ausführen. Und tägliche Analysen, die man wirklich griffbereit haben möchte, kann man dann über so einen gewissen Flex-Cache-Funktionalität dann auch wirklich nutzen. Ich habe jetzt den Cloud Manager vorhin erwähnt. Das ist einfach das Cockpit, wo die ganze Umgebung, sei es on-prem oder in der Cloud, gesteuert werden kann.
Das Schöne dabei ist, was ich jetzt noch fast vergessen habe, dass wir hier wirklich eine Anbindung haben zu einem Objektspeicher in der Cloud. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen performanten Speicher mit SSD-Technologie nutzen, können wir hier sagen, machen wir doch bitte ein S3 oder ein Block-Tiering nach Azure raus. Das heißt für mich letztendlich als Kunde, ich habe einen nicht performanteren Speicher in Form eines S3s und schaffe Platz in meinem performanten Speicher. Hat in dem Fall auch einen hohen Kostenvorteil letztendlich. Im Vergleich dazu kommen wir zu Cloud Volume Service. Der Name verratet es hier schon an der Stelle, ist einfach ein Service, wo man letztendlich Speicherkapazität in der Cloud konsumiert. Ist gerade für denjenigen gedacht, der jetzt sagt, ich möchte mich gar nicht mit Infrastruktur beschäftigen. Ich glaube, der liebe Amar ist gerade rausgeflogen, audiotechnisch. Bei mir ist er gerade auch weg. Ja. Amar, wenn du es hörst. Nee, glaube ich nicht, weil der ist wirklich komplett, also auch Zoom sagt, da ist keine Audio-Connection mehr. Dann kann ich ja schon einmal kurz einspringen, bis er sich gleich wieder einwählt. Ach, da kommt schon gerade wieder rein. Ja. Gib mir nochmal 10 Sekunden. Gut, mache ich erstmal so lange weiter. Da ist er wieder. Jetzt, alles klar. Ja, du warst kurz weg. Entschuldigung dafür. Ich bin anscheinend kurz rausgeflogen aus der Zoom-Session, warum auch immer. Alles gut, kein Problem. Stehen geblieben. Aber nochmal die Folie noch einmal. Da warst du am Anfang gleich weg. Okay. Cloud Volume Service, wie der Name schon verrät, ist einfach ein Service, wo ich Speicherkapazität letztendlich konsumiere. Ich muss mich hier gar nicht um die Infrastruktur kümmern. Also um die ganze Infrastruktur, die durch NetApp oder durch ONTAP gemanagt wird letztendlich. Eignet sich als hervorragend für jemanden, der sagt, ich habe einen Entwicklerbereich, ich habe Fachkräfte aus einem bestimmten Geschäftsbereich oder Datenbankadministratoren, die einfach wirklich irgendwo einen Speicher haben möchten, wo sie etwas ausrollen können. Das Schöne bei dem Service ist, dass wir hier drei unterschiedliche Performance-Levels haben, also Standard, Premium, Extreme, die je nach Use Case dafür geeignet sind, ob ich jetzt hier eine Datenbank-Applikation habe oder einfach nur einen Webservice habe, der in der Cloud läuft. Unter anderem unterscheiden wir uns zwischen den anderen Cloud-Providern, dass wir hier wirklich eine Multi-Protokoll-Funktion haben, das heißt NFS Version 3 und 4 unterstützen wir mittlerweile und SMB 2 und aufwärts. Und das Ganze ist sogar Dual-Protokoll fähig. Genau. Und was wir hier auch haben, ist natürlich die Verschlüsselung at Rest. Und das per Default. Also da kann man nichts in dem Fall auch einstellen oder umstellen. Mhm. Genau. Also ich nenne es immer so ganz, ganz stumpf Volume as a Service. Mhm. Ich bekomme mein ONTAP-Volume zur Verfügung gestellt, habe aber auf SVM-Ebene, Administrationsebene, System Manager, was es da alles hier an Tools gibt, keinen Zugriff, sondern ich bekomme wirklich nur mein nacktes Volume. Ich kann es mounten. Das wirst du gleich auch mal zeigen, wie das aussieht. So, das scheint jetzt doch ein bisschen ja von dem klassischen, wie wir das aus der Vergangenheit kannten. Ganz genau, Bennett, hast absolut recht. Ich habe jetzt hier nochmal eine Folie, wo ich das jetzt anhand eines Pizza-Beispiels einfach mal darstellen wollte. Also ganz links im Bild können wir sehen, so eine Pizza, die man selber backt, man macht den Teig, man hat da die gewissen Toppings, braucht einen Ofen, also gewisse Appliances, um das Ganze ready zu machen für den Konsum. Das ist unsere klassische AFS oder FAS Controller-Funktionalität. Ganz rechts im Bild wäre dann unser Cloud Volume Service angesiedelt. Das heißt, alles, was die Konfiguration betrifft, die Aggregatzuordnung, die SVM bereitzustellen und vor allem einen Share Mount Point, ist alles in dem Fall schon gemanagt. Was ich als Kunde letztendlich machen muss, ist, dass ich diesen Share irgendwo hin mounte und den auch wirklich letztendlich nutzen kann. Und links davon, der Delivery Service, ist unser Cloud Volumes on top, wo letztendlich nur noch die Umgebung bereitgestellt werden muss und das Share, mit dem ich dann arbeiten möchte. Bevor wir jetzt hier zu viel in die Theorie einsteigen, würde ich das Ganze einfach mal anhand von einer Demo zeigen. Beginnen möchte ich hier mit Cloud Volumes Service, einfach um zu zeigen, wie einfach es ist, Speicher aus der Cloud zu konsumieren.
Also wie wir vorhin auch schon gesehen haben mit Cloud Insight, habe ich hier auch einen Zugang, wo ich mich einwähle mit meinen Credentials. Hier in dem Fall habe ich einen Demo-Account, um das Ganze auch zu zeigen. Mache das am besten mal als Vollbild. So sieht das Ganze aus. Also hier habe ich wirklich eine klassische Web-GUI, wo ich einfach nur ein Volume erstellen kann, sei es NFS oder SMB. Dann links, wie ich auch sehen kann, kann ich meine Snapshots verwalten. Ich habe meine Active Directory, die ich hier hinterlegen kann, gerade für SMB-Services. Und vor allem, was wirklich ein Highlight ist, wenn die Frage aufkommt, ja, okay, wie bringe ich denn jetzt meine Daten in die Cloud mit Cloud Volume Service? Haben wir hier einen kostenlosen Service, der nennt sich Cloud Sync, der wirklich dafür zuständig ist, Daten einfach in die Cloud zu migrieren. Und ist wesentlich günstiger als ein nativer Sync-Service von einer AWS oder von einer Google. Das heißt, hier bezahle ich wirklich pro Beziehung, pro Gigabyte. So, dann würde ich einfach mal sagen, erstellen wir doch mal einfach ein Volume. Ich muss noch kurz hier die Leiste verschieben, damit ich einen besseren Überblick habe. Wir nennen das Ganze Demo. Können hier einen Volume-Path generieren, einen zufälligen. Können sogar das Volume aus einem Snapshot kreieren. Hier haben wir die Möglichkeit, die Service-Level zu definieren, Standard, Premium und Extreme. Wir nehmen Premium, lassen die 1 Terabyte Default stehen, können hier die Export-Policy ändern oder dabei belasten mit Read and Write. Was wir jetzt hier allerdings sehen, ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass wir NFS Version 3 hier in dem Fall in dieser Demo-Umgebung haben, einfach deswegen, weil diese Demo-Umgebung nicht im aktuellsten Stand, den man jetzt als Kunde quasi nutzen würde. Also auch hier hätte ich die Möglichkeit, NFS Version 4 auszuwählen. Dann kann ich natürlich meine Snapshots-Policies definieren, also täglich, stündlich oder wöchentlich. Das machen wir in dem Fall nicht, weil wir letztendlich einen manuellen Snapshot kreieren wollen. Und jetzt sage ich einfach mal Create Volume. So. Dauert jetzt ein bisschen, aber sollte gleich vorhanden sein. So. Dann gucke ich, ob ich mich hier funktioniert. Okay. So. Das Ganze ist jetzt fertig. Das Schöne dabei ist, dass ich in dieser Web-GUI alle Instruktionen schon hinterlegt habe für das jeweilige Volume. Das heißt, hier aus diesem Fragezeichen sehe ich schon Show Mount Instructions. Abhängig davon, welches Betriebssystem ich habe, Linux oder Ubuntu Debian, habe ich hier jeweils die Installationsausführung, dass ich überhaupt diesen NFS-Service nutzen kann in meiner Linux-Maschine. Das Ganze habe ich schon installiert. Was wir aber allerdings machen wollen, ist in erster Linie, dass wir ein Directory erstellen für unser Demo-Volume und vor allem, dass wir anschließend das Ganze mounten. Das Schöne ist, wir können das Ganze einfach kopieren und hinterlegen. Ich werde mich nur als Super-User noch schnell anmelden. So, Next Directory, da ist das Directory. Jetzt kopieren wir uns den Mounting Point. Und wir sehen dann mit der Konfiguration, mit der Eingabe, hier haben wir unser Volume gemountet. Und jetzt kann ich natürlich meine Directory hier auswählen, den File ablegen und das liegt dann dort wieder letztendlich. Und das Schöne ist, ich kann halt hier wirklich ganz schnell aus diesem Volume einen Snapshot kreieren unter Action Snapshot Volume. Ich kann das Ganze benennen, wie ich es haben möchte, kreiere den Snapshot und dann ist er innerhalb von einer Sekunde auch schon verfügbar. So weit, so gut. So einfach geht das. Und wenn ich mal wirklich eine Datei löschen würde aus Versehen, mounte ich letztendlich oder schalte diesen Snapshot aktiv, mounte den einfach hier wieder, was ich alles vorhin schon gemacht habe und kann mir die Datei wieder dementsprechend bereitstellen. So viel zu Cloud Volume Services. Dann würde ich sagen, machen wir einen Sprung zu unserem Cloud Volumes OnTap. Sieht jetzt ein bisschen anders aus von der Maske her. Letztendlich ist das Cockpit
wo ich die Möglichkeit habe, meine ganze Cloud-Umgebung oder ich sag mal hybride Cloud-Umgebung zu managen, zu steuern oder sogar zu kontrollieren. Ich kann mein On-Prem-Cluster sehen, ich kann meine Cluster, die in der AWS oder in der Azure vorhanden sind, sehen und vor allem aber auch kann ich hier per einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität Replikationsbeziehungen aufbauen. Was wir in erster Linie machen wollen, ist, wir wollen unsere OnTap-Instanz, die On-Premise lebt, entdecken über die Discovery-Funktion, suchen hier unser OnTap-Cluster, das On-Prem existiert, aus, müssten hier dabei unsere Cluster-Management-IP eingeben, unser Passwort, das wir hierfür benötigen, drücken dann einfach auf Go. Und hier ist unser On-Premise-Cluster. Wenn wir jetzt unser Cluster hier anklicken, können wir hier unter Resources ganz schnell nachvollziehen, welche Volumes haben wir denn in unserem Cluster. Ich habe jetzt hier vorab für diese Demo unser Produktionsvolume, also Produktionstest erstellt, was ich letztendlich in der AWS oder in der Azure replizieren möchte. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt ein Backup machen oder ein Disaster Recovery Szenario und möchten das Ganze in der AWS bzw. in der Azure spiegeln. Was wir zuallererst natürlich benötigen, ist eine Umgebung. Hier in dem Fall wählen wir Azure aus. Ich kann dieser Umgebung einen Namen geben, wie Azure DR, definiere ein Passwort, drücke auf Continue. Ich muss natürlich auch die Region auswählen, wo diese Umgebung eigentlich leben soll, sprich mein OnTap bei Azure. Hat natürlich ein virtuelles Netzwerk schon im Vorfeld eingerichtet, also das ist auch eine Voraussetzung, um überhaupt mal einfach OnTap in der Cloud auszurollen. Ich muss gewisse Netzwerkeinstellungen in der Cloud durchführen. Ich muss Security Groups definieren und gewisse Ports freischalten. Und natürlich brauche ich auch eine dedizierte Verbindung zu meiner On-Premise-Cluster. Suche ein VNet aus, das jeweilige Subnet, die Konnektivität, sage, ich habe das Ganze verstanden. Und hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, habe ich denn meine Lizenz von NetApp-Seite bezogen? Wenn ja, das wäre so eine Art Subscription für 12 Monate, dann würde ich hier auch links auf den Button klicken. Und wenn nicht, dann ist das klassische Modell Pay-as-you-go. Das heißt, man bezahlt auch wirklich das, was man letztendlich auch dann konsumiert. Jetzt habe ich hier für das Cluster, das ich in der Cloud haben möchte, vorkonfigurierte Packages. Also hier POC für kleine Workloads, wenn ich mal schnell ein Testing machen will. Wenn ich hier eine Datenbank-Applikation ausrollen möchte, ein kosteneffektives DR oder sogar ein High-Performance-Production-Workload. Dahinter ist natürlich alles eingestellt, welche VM ich habe, welchen Plattentyp ich dahinter liegen habe, um auch diese gewisse Latenz und die Breite, den gewissen Durchsatz auch bereitstellen zu können. Wir sagen jetzt in unserem Fall, wir wollen einfach nur ein DR haben, können hier unsere NetApp Support Credentials hinterlegen, das machen wir in dem Fall nicht, können hier auch sogar ein Volume vorab kreieren, das werde ich jetzt in dem Fall einfach überspringen. Ich habe das Ganze verstanden, was ich hier gemacht habe und drücke dann einfach auf Go. In Echtzeit würde das jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten dauern. Da das jetzt ein Demo-Lab ist, sollte das eigentlich jetzt sofort ausgerollt sein. Hier sehen wir es auch schon. Und was wir jetzt auch hier feststellen können, ist, dass wir hier bereits eine Replikationsbeziehung zu der Azure Cloud haben. Was wir hier oben sehen können, ist nochmal der Replikationsstatus. Hat gefällt heute, weil ich den natürlich schon vernichtet habe. Ich werde ihn einmal hier löschen. Okay, das hat nicht funktioniert. Ist aber kein Problem. Wir haben ja letztendlich doch das ein oder andere Volume, das wir replizieren wollen. Ich suche meine Intercluster-List aus, drücke auf Continue. Suche mir dieses Volume hier aus, in dem Fall. Kann hier meinen Disk-Typ auswählen, also ein Premium Storage, das wäre das klassische, der klassische SSD-Bereich oder dann Standard Storage. Ich wähle Premium aus, sage hier in dem Fall, ich möchte kein Block-Tiering machen, habe aber die Möglichkeit, auch hier kalte Daten oder kalte Snapshots wieder rauszutieren, um möglichst Platz zu schaffen auf den performanten Speicher. Suche mir das Aggregat aus, beziehungsweise ich kreiere ein neues. Kann hier noch die Transferrate
limitieren, sage ich hier bitte einmal Mirroren. Dann kann ich hier einen Schedule einstellen, ob ich alle 5 Minuten ein Spiel erstellen möchte, also eine Replikation alle 8 Stunden oder täglich. In dem Fall habe ich hier 5 Minuten ausgewählt. Ich habe das Ganze verstanden und drücke dementsprechend auf Go. Und dann sollten wir hier auch unseren neuen Replikationsstatus sehen. Okay, jetzt muss ich natürlich leider sagen, da weil das Demo-Umfeld ist, hat es in dem Fall nicht funktioniert, die Replikation durchzuführen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht warum. Tut mir an der Stelle unheimlich leid. Denn jetzt haben wir hier dazu noch das Video in der Rückhand, um mal kurz zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, drauf verzichten. Gehen wir mal auf den Replication-Status einmal kurz zurück. Wie gesagt, es ist eine generische Demo-Umgebung. Gerade wenn man da im Vorfeld ein bisschen rumgespielt hat, kann sie einem gerne mal zerschießen. In echt würde er jetzt hier anzeigen, dass eben diese Replikation stattfindet. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz klassisch das, was ich mit einem Snap Mirror mache, auch machen. Das heißt, ich kann den entsprechend aufbrechen, kann die sekundäre Seite in Betrieb nehmen und kann auch das Ganze in die andere Richtung resynken. Das heißt, ich kann es in beide Richtungen dann bewegen. Und das zeigt, glaube ich, doch ganz gut, wie einfach es ist, einen Snapshot oder einen Snap Mirror in der Cloud anzubinden. Und vor allen Dingen das, und das können wir auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit heute leider nicht mehr zeigen, ich kann diese Snap Mirror-Beziehung ja auch zwischen Hyperscalern machen. Das heißt, ich kann natürlich auch ein Volume bei Azure haben und ein Volume bei AWS haben und kann zwischen den beiden entsprechend eine Beziehung herstellen. Auch das ist möglich. Genau, danke dir, Bennett. Also ich kann hier wirklich sagen, je nachdem, was ich für ein Volume haben möchte, ob NFS oder SIS, kann ich das Ganze einstellen, kann hier meine Terabyte vordefinieren, also sagen wir mal 2000 Gigabyte, suche mir den jeweiligen Storage aus, kann hier auch ein Tiering wieder vornehmen, also nur Snapshots oder wirklich alle kalten Snapshots, wir machen das mit keine. Und bald sollte auch unser Volume vorhanden sein. Genau. Sollen wir an dieser Stelle auch nochmal zeigen, wie wir hier eine Replikation zwischen Azure und AWS durchführen? Haben wir die Zeit noch? Wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich würde jetzt am liebsten in die Frage-Antwort-Runde gehen, weil wir doch einige Fragen bekommen haben. Generell ist es aber so, und da korrigiere mich gerne, können wir bei genau diesen Einstellungen unterstützen. Das heißt, wenn man wirklich netzwerkseitig Hilfe braucht, auch hier können wir mithelfen. Und wer das gerne mal ausprobieren möchte, auch da, wie immer, sprechen Sie uns an. Wir können Ihnen mit Ihnen gemeinsam dieses Szenario aufbauen. Genau. Gut, dann vielen Dank für den Einblick und die kleine Live-Demo, auch wenn jetzt doch am Ende die Demo-Götter uns nicht ganz so huldig waren. Aber gut, damit muss man bei so einem Live-Webcast leben. Ich würde denn jetzt in die Frage- und Antwortrunde gehen. Gehen wir mal von Anfang bis Ende durch. Marcel, du bist noch mit dabei? Jetzt, ja. Der Button hat nicht funktioniert. Okay, alles klar. Gut, eine Frage kam, ob man die Flex Group verkleinern kann und ob das wie mit Aggregaten ist. Aggregate kann ich nicht verkleinern. Wenn ich Aggregate verkleinern möchte, muss ich es zerstören und neu aufbauen. Ein Flex Vol, das kann ich immer schon verkleinern. Und jetzt kann ich eben auch die Flex Group wie ein Flex Vol auch entsprechend verkleinern. Dann gab es noch eine Frage zur Verschlüsselung. Die hatte... Genau. Ist dieser 1% Verflexung zu Quest oder kann man das verändern? Ist ja spannend. Die ist über die Question and Answer-Ecke gekommen. Alles klar. Gut, die 1% sind fest. Die kann man nicht verändern. Das ist ein fixer Wert. Das hat Performance-Gründe. Dann Marcel, das hattest du ja schon beantwortet beim Fabric Pool, die Verschlüsselung. Ja. Dann kann man bestehende Untap-Select-Lizenzen in eine Pool-Lizenz verwandeln? Generell erstmal nein. Auch da gilt, bitte den entsprechenden NetApp-Vertriebskollegen, der für Sie zuständig ist, ansprechen.
Der kann es zumindest beantragen. Ob wir damit Erfolg haben, das möchte ich jetzt hier nicht versprechen. Generell ist sowas aber erstmal nicht möglich. Aber Versuch macht dort klug nicht strafbar. Hat sich im Bereich Vivol und Wasa-Provider etwas geändert? Marcel? Das ist eine gute Frage. Das bezieht sich jetzt auf FlexCache, oder? Ist das genau. Ja. Nein, also da hat sich tatsächlich nichts geändert. Da brütet auch unser Engineering tatsächlich noch ein bisschen drüber. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern und dann wahrscheinlich, ich sage mal, so ein paar eher grundlegende Änderungen in dem ganzen Thema Wasa-Provider geben. Gut. Denn Encryption im Metro-Cluster, ich glaube, das können wir mit einem Ja beantworten. Nein. Nein? Du kannst mich gerne eines Besseren belehren, aber ich meine, ich gucke parallel mal, du kannst ja mal weitermachen. Ich gucke. Okay. Aber ich meine, Encryption ist wegen dem Synchronspiegeln-Geschichten im Metro-Cluster nicht supported. Also die Hardware-Encrypting-Disks auf alle Fälle nicht. NVE weiß ich nicht. Müsste ich gucken. Gut, gucken wir mal gleich parallel nach. Mhm. Kann man aus Performance-Sicht unter dem Select Premium DDEP und Compression nutzen? Das auf jeden Fall. Sobald ich ein ONTAP Select Premium im Einsatz habe, bekommt das ONTAP eine AFF, also eine All-Flash-Identität. Das heißt, da sind all diese ganzen AFF, DDoP und Effizienz-Features mit enthalten. Das kann ich nutzen. Aus Performance-Sicht, ja, kann man benutzen. Natürlich muss man auch entsprechend schauen, was für Hardware habe ich dort drunter. Man sollte hier natürlich auch entsprechend SSDs drunter betreiben. Ansonsten macht das Ganze keinen Spaß. Bei der nächsten Frage bin ich zumindest überfordert. Beantwortet, wenn ich das recht, 1-0 für dich. NVE und NAE, also auch die NetApp Aggregate Encryption, funktioniert auf dem Metro-Cluster. Okay, alles klar. Aber bei der nächsten Frage bin ich überfragt. Synchrones Snap Mirror und ProLion. Ich bin jetzt kein ProLion-Experte. Nein, funktioniert nicht. Ich habe da tatsächlich mit Robert Graf drüber gesprochen. Zwei Gründe, warum es nicht funktioniert. Das eine ist ein technischer Grund von uns, weil wir SVMDA noch nicht unterstützen. Und Robert gesagt hat, für SVMDA gibt es auch noch keine Lösung von ProLion. Und Robert hat aber gesagt, es lohnt sich auch erst dann, was zu entwickeln, wenn SnapMirror Sync für SVMDA freigegeben ist. Also sozusagen aktuell gibt es da noch gar nichts und auch der Horizont ist sehr, sehr weit weg, dass es da was geben wird. Alles klar. Gut, das waren alle Fragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke nochmal in den Chat, ob da irgendwas fehlt. Ja, gucke ich auch gerade rein. Guck nochmal in die Q&A, ob da was auftaucht. Da sind noch welche aufgetaucht. Ist Snaplock unter 9.6 verfügbar, wurde gerade noch gefragt. Ja. Falls ja, wann wird die entsprechende KPMG-Zertifizierung verfügbar sein? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt eine US-Behörde, die hat das nach diesem kaufmännischen Gesetz, dessen Abkürzung ich schon wieder vergessen habe, freigegeben. KPMG ist halt immer so ein Thema, kostet wahnsinnig viel Geld, dauert wahnsinnig lang und die KPMG akzeptiert auch nur Release-Versionen. Also ich kann halt jetzt nicht mit einer Beta oder mit einer RC1 das zertifizieren lassen und da geht halt viel Zeit ins Land und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ONTAP 9.6 zertifizieren würde, und das irgendwann mal zertifiziert hätte, ist wahrscheinlich 9.7 schon da. Und dann kommen die Fragen, wann kommt denn die Zertifizierung für ONTAP 9.7? Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Also ob man das überhaupt nochmal zertifizieren lassen, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es auch eine ähnliche Funktionalität, oder was heißt ähnlich, eine eigentlich deutlich bessere Funktionalität auf StorageGRID gibt. Objekt-Compliance und eher da die Zertifizierung hingehen soll. Gut. So, ansonsten keine weiteren Fragen. Letzte Chance für eine Fragerunde haben wir noch. Ansonsten würden wir zumindest schon mal vorzeitig ins Wochenende entschwinden. Wünschen allen Teilnehmern schon mal einen schönen Feierabend vorab, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann hoffentlich
Ende Januar, Anfang Februar wieder. Ja, wenn wir uns nicht sehen, hören wir uns zumindest. Alles klar. In dem Sinne, schon mal auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Tschüss.